Wir werden angreifen und unser Land befreien, sagte Poroschenko. Das Land befreien, dafür Menschen töten. Nicht schlecht. Auch den seine Stunden sind eines Tages gegessen. 100 pro. Das Resonanzgesetz wird es ihm zeigen. Seit dem offiziellen Ende des Waffenstillstandes um 19 Uhr GMT wird der großflächige Beschuss von Kramatorsk und Slawjansk fortgesetzt. Dabei werden nicht in erster Linie Stellungen der sogenannten Terroristen beschossen, sondern in erster Linie Wohngebiete und zivile Einrichtungen. Kranke, alles Kranke. Kiew. Der neue ukrainische Präsident Poroschenko, nicht mehr als eine Westmarionette, hat öffentlich bekundet, welch Geisteskind er tatsächlich ist. So sagte er in einer TV-Ansprache, die Entscheidung, die Waffenruhe nicht zu verlängern, ist unsere Antwort an Terroristen, Militante und marodierende Banden. Wir müssen zusammenstehen, denn wir kämpfen darum, unser Land von Schmutz und Parasiten zu befreien. Ist das sein Land? Sein Land? Serbien. Unter dem seidengrünen Gras der bosnisch-serbischen Länder sind die Böden heute vergiftet. Die Gewässer tragen den langsamen Tod in sich. Das Schlimmste ist, dass das Uran durch die Erde und das Grundwasser in die Nahrungskette gelangt ist, sagte Toxikologe Radovan Kovacevic. Unsere Kollegen aus Kroatien haben sogar wilde Tiere gefunden, die mit Uran kontaminiert waren. Wenn man versucht, an den Erinnerungen des Bombenkrieges von 1999 zu kratzen, so stößt man an eine Wand des Schweigens. Niemand will sich mehr an die Bombardierung erinnern. Edinburgh. Schottland will im Falle eines Votums am 18. September für die Unabhängigkeit aller Atomwaffen bis spätestens 2020 außer Landes schaffen. Das kündigte die stellvertretende Ministerpräsidentin Sturgeon am Dienstag an. Stuttgart. In diesen Tagen wollte der baden-württembergische Landtag eigentlich den Bildungsplan 2015 mit einer bequemen rot-grünen Mehrheit verabschieden, ohne weitere Diskussionen in der Öffentlichkeit. Doch es kam anders. Tausende aufgerüttelte und besorgte Eltern taten sich zusammen, engagierten sich gemeinsam gegen die Implementierung fächerübergreifender Unterrichtsgestaltung über Lebensweisen und Praktiken von LSB-TTI-Personen, lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, intersexuell, ab der ersten Klasse. Die Kinder sollten nicht nur diverse sexuelle Praktiken kennenlernen, sondern diese auch gewöhnt werden, tolerieren und akzeptieren. Also alles unterschiedslos als gut, normal, richtig werden. Gemäß Genderideologie sollten die Kinder lernen, ihre geschlechtliche Identität, das natürliche Familienbild von Vater, Mutter, Kind oder Kindern, in Frage zu stellen. Hier sind nur noch Gehirnamputierte unterwegs, mehr kann ich dazu nicht sagen. Trotz der heftigen Proteste hat die Landesregierung den Bildungsplan Akzeptanz sexueller Vielfalt nur kurzfristig zurückgezogen, weil ihn mit leichten Modifikationen 2016 im neuen Gewand als Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt beschließen. Hoffentlich hört das hier wirklich bald auf. Berlin. EU-Ausländer, die in Deutschland wohnen, bekommen für ihren Nachwuchs auch dann Kindergeld, wenn dieser gar nicht in Deutschland lebt. Die Union hat sich nun dafür ausgesprochen, diese Praxis zu beenden. Künftig soll nur noch der im Heimatland übliche Kindergeldsatz ausgezahlt werden. Das Kindergeld ist keine europäische Sozialhilfe, sondern dient alleine der Sicherung des Existenzminimums in Deutschland, sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag Stefan Mayer, CSU. Die CSU-Bundestagsabgeordnete Lindholz, für Einwanderungsfragen in der Fraktion zuständig, unterstützte den Vorstoß. Sie schmeißen alle sowieso mit Geldern um, die ihnen nicht gehören. Frankfurt. Die EZB erzwingt lieber gigantische Massenenteignungen deutscher Sparer als Reformen. Bislang mochten die Deutschen die Eurokrise für ein Phänomen halten, das ausschließlich in den sogenannten Krisenländern des Südens wütet, die selbst aber weitgehend ungeschoren lässt. Das war von Anfang an eine Illusion, die sich nun auflöst. BRID.
Die neue Haushaltsabgabe spülte im vergangenen Jahr 188 Millionen Euro mehr in die Kassen als 2012. Der Grund? Die Eintreibung der Zwangsgebühr erfolgt härter. Fast 700.000 Haushalte mehr müssen die Abgabe entrichten. Besonders hart getroffen werden die Unternehmen. Tja, Sie können es nur auf irgendeine Art und Weise merken, dass hier was nicht stimmt. Vieles muss passieren, manchmal sage ich das. Die gute Nachricht? Ich glaube, dass wir einen Funken jenes ewigen Lichtes in uns tragen, das im Grunde des Seins leuchten muss und welches unsere Sinne nur von Ferne ahnen können. Diesen Funken in uns wieder zur Flamme werden zu lassen und das Göttliche in uns zu verwirklichen, ist unsere höchste Pflicht. Johann Wolfgang von Goethe. Und noch ein kleiner Zusatz wieder von Robert Beetz. Hör auf, dich selbst zu belügen und entscheide dich für den Mut zur Wahrhaftigkeit. Fasse den Mut zur Wahrhaftigkeit und zeige deinen Mitmenschen dein wahres Gesicht. Sprich zu deinem Partner und zu deinen Freunden von dem, was dich wirklich bewegt und prüfe ehrlich, wo du eine Rolle spielst oder etwas lebst, was du gar nicht bist. Am meisten lügen wir nicht durch das, was wir sagen, sondern durch das, was wir nie aussprechen. Aus Angst, die anderen könnten uns verurteilen, auslachen, verachten und uns ausgrenzen bzw. uns ihre Freundschaft kündigen. Von Kindheit an werden die meisten Menschen bei uns zum Lügner erzogen. So tun, als ob. Unser Verstand lernt, dass es oft besser sei, die Klappe zu halten, weil es Vorteile bringe, sich anzupassen und mit der Herde mitzulaufen. Diese Vorteile sind Scheinvorteile, die wir später bereuen, weil unser Herz und unser Körper uns mit seinen Symptomen und Krankheiten immer deutlicher sagt, das ist nicht deine Wahrheit. Sich selbst zu belügen und gegen die Wahrheit deines Herzens zu leben, macht unfrei. Wenn du den Mut zur Wahrhaftigkeit dir selbst und anderen entscheidest, entscheidest du dich zugleich für Freiheit, Freude und Lebensglück. So, und das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zusehen und fürs Zuhören und wünsche allen einen schönen Abend. Bis die Tage, eure Conny, die Biene vom Honigmann. Und tschüss.